Durch die Bildschirmübertragung wusste ich jetzt nicht, ob er das tust du aber nicht sagt oder das tust du aber nicht. Also. Ah, das ist Ring der Zerstörung. Und Forst und Plünderung. Beziehungsweise Plünderer. Bastion oder Bastion. Wer nennt sich bitte Bastion? Er. Also Bastion war so ein Charakter in dem Anime, mit dem ich überhaupt nichts anfangen konnte. Das war meiner Meinung nach wirklich so ein Charakter, der einfach nur übelst unnötig war. Der ist, glaube ich, auch nur wirklich in der ersten Staffel richtig präsent gewesen und ab der zweiten war er kaum noch irgendwie da. Er wurde auch nie wirklich erwähnt, also. Er war einfach nur ein Statist am Rande. Ja, genau. Sie wussten irgendwie nicht wirklich, was sie mit ihm anfangen sollten. Wir müssen gegen den Chess antreten. The Chess. Du spielst als Zweiter. Sehr gut, so kannst du dich besser auf den Gegner Entschuldigung, einschießen. Deswegen, ich will immer als Zweiter beginnen. Meister der flammenden Drachenschwerter. So, was hast du denn für einen Effekt? Wenn ein Monster als Normalbeschwörung auf deine Spielfeldseite beschwören will, also, du kannst die Stufe. Ah, okay. Soll vorkommen. Zack. Oh nein. Chinchillas machen sich bemerkbar. Ich muss da reinschreiten. Kleinen Moment. Ich habe einfach nur irgendetwas Merkwürdiges im Hintergrund gehört. Und auf einmal sind es die Chinchillas. Ja, die Kreissägen auf vier Pfoten. Da muss ich mal einschreiten. Haben sie wieder am Gitter genagt? Nö, am Holz. Okay. Ach ja, das IKEA-Holz, genau. Ja. Zack. Ja, nu. So, und sonst, ja, sind wir erstmal fertig. So kann's bleiben. Bin mal gespannt, ob ich gegen einen Obelisk Blue eine Chance habe. Ey, guck dir mal auf der Karte links diesen Handschuh an. Das sieht doch aus wie das Gesicht, also in Anführungszeichen Gesicht, einer Piranha-Pflanze. Ich erkenne das halt leider nicht, das ist zu klein für mich. Die Der Zuschauer werden es Bildausschnitt. erkennen. Ein Gegner ist ein normaler schon Effekt einer Karte aktivieren. Jo, Moment. Ja, gerne. Zack, boom. Boom. Gleich mal weg mit der 2000er Monster-Scheiße. Dark Magician! Oh Gott. Black Magician! Black Magician. Dann geht er gleich in die Verteidigung. Er nennt sich Onde. Oh, den Scheiß nö, gebe ich mir nicht. das will ich jetzt nicht. Zwei Zitronen. Zwei Zitronen. Füge deine Hand an. Das könnte ich eventuell. Oh, Moment, warte. Als Tribut anbieten, das muss vom Feld sein. Okay. Ja, machen wir erstmal so. Zack. Jetzt habe ich nur, dass er nicht irgendeine Scheiße da verdeckt hat, die mich jetzt irgendwie hier wegfetzen könnte. Staffel 1, GX und 5Ds habe ich jetzt zu 100% mittlerweile beendet. Ruf der Gejagten. Oh, da kommt die Ja. Scheiße gleich wieder. Ich finde es interessant, dass er den holt und nicht seinen 2000er. Element könnte er sich besser verteidigen.
Oder er nutzt das zum Angriff gleich auf deinen 800, deine Zitrone. Es ist Chess, er ist ein Idiot. Jetzt geht er wieder in die Verteidigung. Gleich das nächste Zitronenmagier-Mädchen. Wenn ich so viel Glück mit meinen Trickster Lycoris hätte, dass ich die nacheinander ziehe. Dann die Lichtbühne und der Gegner verliert LP, ist LP für eine einzige Karte, die er zieht. Das ist super. Die Animation sieht so gut aus. Bin ich froh, dass sie das geändert haben. Ja, ey. Sie haben es eingesehen, dass sie nicht immer nur Kacke machen dürfen. Bis zum Ende dieses Spielzugs, ne, dann will ich das noch nicht machen. Ja, dann müsstest du noch die Valkyrie in der nächsten Runde und dann würde sich's lohnen. Ich muss erstmal hier seine Verteidigung irgendwie loswerden, weil sonst würde sich das ja nicht lohnen. Das ist easy gemacht. Dann habe ich die Karte ja quasi in den Wind geschossen. Peng! Gone with the Wang. Gone with the Wind. Sehr gut. Und oh, tschüss. Was kommt jetzt? Nichts. Ja. Okay. Sonne rechts rein. Er hat eine Karte von seinem Deck auf den Friedhof gelegt, um dann zu mischen. Ja, warum nicht? Bitte geh mal in seinen Friedhof gleich. Ich will den Effekt von dem Monster genau lesen. Okay. Ja, das ist halt jetzt nicht das richtige Monster. Oh. Das war das andere Monster. Du musst dann schon in den Friedhof dafür gehen. Guck dir das mal an. Ja, ich weiß. Jetzt könnte ich ihm richtig Lebenspunkte abziehen. Der Grund ist alle offenen Monster. Ach, stimmt, ja, genau. Nur offene Monster, stimmt. Ach, ich vergesse es immer. Mit offenen Monstern. Nö, dann geht das leider noch nicht. Nee, da jetzt die Valkyrie. Mit der Valkyrie haust du ihm sein Verdecktes weg und dann machst du die Zauberkarte und dann machst du ihm richtig A. Keanu, du sollst mir doch nicht helfen. Dir ist nicht mal zu helfen. Bin ich jetzt hier quasi Joey Wheeler und du bist hier der Yugi? Der mir das Händchen hält oder was? War das nicht schon immer so? Ey. Du hast mich immer als Yugi bezeichnet. Deswegen musst du mich hier nicht als Wheeler abstempeln. Als Kaiba kann ich die nicht abstempeln, das ist Ryo, oder? So, Moment, wenn ich den... Ich probiere es jetzt einfach mal. Die Stille geht mir gerade so ein bisschen auf den Sack. Nimm's da runter. Entschuldigung. Na, Chess? Wie schmeckt das? Bam! Das schmeckt gut, ne? Könnte noch ein bisschen Salz dran. Oha, ich glaube, wir bekommen bei mir ist ein Gewitter. Alter, ich muss schon wieder bei den Ginger das anschreiten, ey, das gibt's nicht. Ah, der Gegner ist dran, kein Thema. Sehr interessanter Zug. Du kannst jetzt richtig Spaß machen. Ich kann jetzt richtig Spaß machen. Ja, guck mal, was du getan hast. Oh ja, oh ja. Spezialbeschwörung! Ich finde schade, dass die Karte auch keine Animation hat. Würde bestimmt gut aussehen.
Ja. Dann fetzen wir Chess mal die Frisur vom Kopf. Yay. Das angeklebte irgendwas. Weißt du was? Einfach. Einfach. Machen wir einfach. Wie hast du es bitte in Obelisk Blue geschafft? Gut gespielt, Chess, aber leider nicht gut genug. Boah, ja, genau. Streu noch Salz in die Wunde rein. Sehr schön. Weltuntergangsduell. Ja, das hatte ich mit Keanu. Ja, drei was für heilige Karten? Und das Chinchilla trinkt. Also heute gehen die mir wirklich auf die Nerven. Das Ende? Deshalb seid ihr sieben hier, um diese drei Karten vor dem Bösen zu beschützen. Den Bösen? Alter, müsst ihr immer jedes Wort wiederholen? Ach ja, die Animation richtig schön simpel gehalten. Einfach irgendwelche Bilder in den Screen rein switchen. Weißt du, der Meerjungfrau-Mann hätte jetzt gesagt, das Böse! Das Böse! Da ist es. Was passiert hier? Willst du damit sagen, du weißt es nicht? Nenn mich ruhig langsam. Hallo langsam. Wow, nenn mich ruhig langsam. Hallo langsam. Wow, ihr Typen verschwendet echt keine Zeit, oder? Sehr gut. Diese Dialoge in diesem Spiel, die sind herrlich. Ein Schattenspiel? Das habe ich gehört. Da nimmt man eine Taschenlampe und spielt mit seinen Händen. Oh Gott. Ich denke nicht. Och Mann. Oh Gott, lass uns bitte mit dem Duell anfangen. Oh. Also egal wie scheiße die Dialoge sind, die sind wiederum so scheiße, dass es lustig ist. Ich klopfe mir gerade die ganze Zeit auf mein Bein. Jo, das Gewitter ist jetzt fast über meinem Haus. Erstmal was trinken. Oh, und ich sehe gerade, links die Karte gefällt mir jetzt schon mal ganz gut. Wenn ich jetzt das Fenster aufmachen würde, holy shit, wäre das laut. Würde ich den Weltuntergang bei dir dann hören? Ja. Cool. Ich aktiviere erstmal ein paar Effekte. Effekte aktivieren ist immer gut. Ich mal das hier, ja, eine Spezialbeschwörung. Thank you, Marish. Ja, jetzt musst du aber hoffen, dass er nicht auf die Idee kommt, sowas wie Blitzeinschlag zu spielen. Das soll sich nur wagen. Stimmt, das kann ich ja auch. Alter, der erste Zug ist jetzt schon mal richtig krass. Setze ich einmal das hier. Setze einmal das hier. Zack. Ich würde die Illusionsmagierin noch behalten. Deck hinzufügen. Ja, ich möchte gern das Magiermädchen haben. Zack. Jo, möchte ich. Hier, gib mir Dark Magician Girl. Schick da einfach eine Beere in den Kampf. Natürlich. Will der uns verarschen? Ich werf mit Lebensmitteln um mich. Scheiß Lebensmittelverschwender, ey. Tarnendo. Ich mach gleich mein Fenster auf, dann kannst du mal sehen, was du von der Aufnahme hast. Wenn es dann auf einmal laut rumst im Video. Kunst des Beschwörers, oh oh. Füge deine Hand einen normalen Unterschnitt drin. Hoffentlich bringt das mir jetzt was. Warte, wer da ein Sommer. Warte, oder zu spät, hab schon gemacht.
Der kann trotzdem rufen? Alter, ich ja. hasse das so an diesem Spiel. Wie war das? Wenn die Karte umgedreht wird, dann erzählt der Effekt trotzdem. Das macht man eigentlich nur bei verdeckten Karten. Wenn der Effekt bereits aktiv ist, dann. Deshalb habe ich auch zigmal Warte gesagt. Lass mich nur. Alter. Und du willst mir klar machen, dass du nicht Joey Wheeler bist? Das war ein Wheeler-Zug! Aber jetzt ist es offiziell, du bist der Joey Wheeler der Gruppe. Du bist der Yugi, Ryu ist der Kaiba, ich bin der Joey. Ja gut, ich bin dritter Platz. Mit dem dritten Platz kann ich mich hier bei Yu-Gi-Oh! Zufrieden geben. So, zack, ich hau mir gleich noch einen schwarzen Magier raus. Auch wenn es ein sehr ekliger dritter Platz ist. Wer will denn schon Joey sein? Ey, Joey ist cool. Erinnerst du dich an seinen großen Bruder Jesse aus 5Ds? Stimmt, da war ja was. Ja, da gibt's einen Charakter, der sieht nämlich so aus wie ein älterer Joey mit Brille. Und der heißt Jesse Wheeler hier in unserer Sprache. Im japanischen Original hat er überhaupt keinen Namen. Lol. Hey, is that Joey Wheeler? No, it's Big Brother, Jesse Wheeler. Ich glaube, so ähnlich ist es im Englischen. Ich habe sogar auf Deutsch gehört. Die sagen das dann ja, wirklich so. Auf Deutsch fällt mir der Wortlaut nicht genau ein. Batu? Batu? Oh, Mario Kart 64 so gut. Der Battle-Modus, Hammer. Den Effekt einer Karte aktivieren? Kann ich irgendeinen Effekt aktivieren? Du kannst diese Karte während der Schadensberechnung, falls dein anderes finsteres Hexamaster dagegen. Nö, das bringt mir ja nichts. In dem Fall würde ich ja keinen Schaden machen. Nö. Zack. Was kommt jetzt wieder für eine Scheiße? Och, hopp. Jetzt kann er sich gleich noch eine mystische Tomate holen. Beziehungsweise ein finsteres Monster mit 1500 ATK oder weniger. Ja, aber jetzt kann ich ihm ordentlich Schaden reindrücken. Boom. Alter. So viel zum Thema mit Lebensmitteln um sich schmeißen. Das sind Karten. Du wolltest ja wirklich Bären durch die Gegend hauen, also. Und das Chinchilla trinkt. Ah, das ist schon wieder das Gleiche. Sag mal, wie viel säufst du? Jetzt guck mich nicht so blöd an. Ja, ich rede mit dir. Oh, das rotäugige schwarze Küken. Es hat sich gerade verschluckt. Jetzt sitzt es da und macht immer. Oh Mann. Wenn wir Pech haben, musst du in der nächsten Runde mit einem Rotaugen rechnen. Oh yeah. Und wenn er das dann irgendwie noch verstärkt bekommt, dann hast du Spaß. Oh ja. Das wird ein Spaß. Und da kommt er auch schon. Muss ich jetzt Angst haben? Was wird das? Jetzt greifen wir mal Magiermädchen an, ja, das war klar. Ich habe jetzt tatsächlich erwartet, dass er was hat, um das Rotauge zu verstärken. Irgendwie schon. Weil jetzt zerschießt du ihn das Rotauge, dann die Tomate. Jetzt kann ich sein Rotauge wegfetzen. Und ja, seine Tomate. Ja.
Also der schlauste Move war das nicht, ruft der Gejagten einzusetzen, um die Tomate zurückzuholen. Ja, vor allem, weil ich ihn jetzt 1100 Schaden nur mit diesem Angriff reingedrückt habe. Ich meine, er ruft immer wieder andere Monster, aber... Noch ein Rotauge in der nächsten Runde? Das bringt ihm nichts, der schwarze Magier ist stärker. Ja, wenn er keine Zauber- oder Fallenkarte hat, die ihn stärker oder mich schwächer macht, dann bringt ihm das wirklich nichts. Tarnendo! Dann müsste er halt jetzt sowas ziehen. Oh, oh, was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Hä? Bist du eigentlich dumm oder so? Eines, du dumm bist? Immer ohne Witz, was soll das? Er hätte den Rotaugen auch durch das... Okay, er macht nochmal was. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh. Scheiße. Okay. Jetzt wirst du überrannt. Wir machen uns nicht mehr über dich lustig. Obwohl, ich hab mal nichts gesagt. Du kannst dich freuen, du hast den Keanu gemacht. Ja, dann habe ich halt den Keanu gemacht. Hier, so, tschüss. Ich beende meinen Zug. Mann, du hast den schwarzen Magier im Angriff gelassen, du Idiot. Ach, scheiße, verdammt! Das wollte ich doch nicht. Vielleicht wollte ich es aber doch. Stell dir mal vor, jetzt hätte er sowas wie Staubtornado gehabt. Also irgendwie habe ich das dann Gefühl, hätte, dann in den ersten Kampagnen, also in den ersteren Staffeln, sind die Charaktere irgendwie noch teils blöd, aber auch sehr einfach gestrickt, was ihre Karten betrifft. Weil halt die Karten dementsprechend noch schwach sind. Ja, die Magiermädchen, die Karten, die sind ja wesentlich später gekommen und dementsprechend auch OP im Vergleich zu den Karten. Hätten die jetzt halt schon solche Effekte, wie man sie aus Sechsel oder Arc 5 kennt, dann wäre das schon etwas ganz anderes. Alter, was, was hatte die gerade für ein Gesicht? Die Vampir-Lady. Ja, das war die Vampirfrau, die so geil auf Bestien war. Die geil auf Bestien war, das war die Amazone. Ich weiß das nicht. Ich habe GX nicht mehr so im Kopf. Ey, du fängst ja schon wieder so gut an. Ich habe wieder ein paar richtig gute alter Lichtschwerter. Hier die beiden kann ich auch spielen, um dann hier meine stärksten Magier zu holen. Alter! What the fuck? Spiel, was ist falsch mit dir? Gut, dass ich dir verraten habe, wo du diese ganz neuen Magierkarten alle herbekommst. Ich muss zugeben, ich musste auf YouTube nochmal nachgucken, bei welchem Booster ich die nochmal genau kriege. Aber gut, dass du es wusstest, dass es die überhaupt gibt. Mhm. Die sind das richtig hab ich gut. Dir das habe ich dir verraten. Vor allem, Seele der Magier, wie krass ist bitte diese Karte? Du schmeißt die Karte weg, kannst ein Schwarzmagier oder ein Magiermädchen oder jedes andere Magiermonster von deinem Deck auf den Friedhof legen, aber ist halt besser für ein schwarzer Magier und Magiermädchen. Und kannst die dann, schwarzes Magiermädchen oder schwarzer Magier, einfach direkt vom Friedhof aufs Feld beschwören. Das ist so OP, mich würd's nicht wundern, wenn die auf 1 limitiert ist in der Bannliste. Das ist richtig, also guck hier gleich. Nicht beschwören, scheiße, jetzt habe ich auf beschwören gedrückt. Mist. Das ist etwas, was ich an dem Spiel hasse. Wenn du dich einmal verklickst, dann kommst du nicht mehr zurück. Das ist wirklich doof. Scheiße, jetzt habe ich mich verklickt. Jetzt musst du. Ach, jetzt musst du leider. Das ist richtig dann würde ich allerdings die Lichtschwerter spielen, dann kann er das nicht zerstören. Ja, das sowieso. Hier, zack. Genau. Aber ich habe hier noch eine andere Möglichkeit. Hier, zack. Mache ich einfach das hier. Ruf so mein Magiermädchen. Fertig. Frag mich, wie teuer diese ganzen Karten in echt sind. Oder in welchen der Displays die auftauchen. Band zwischen Lehrer und Schüler, die Karte habe ich wirklich. Okay. Ja. Oh ja, ey, das ist so böse. Oh ja, richtig böse. Zack.
Den kann ich auch noch einen Effekt aktivieren. Was machen da einen Effekt? Schwöre diese Karte später. Karte auf den Friedhof, dann kannst du einen dunklen Mal. Ah, okay, kann ich trotzdem noch machen. Gut, machen wir das halt. Hier. Ey, wie krass ist das denn? Oder? Hey, warte, was muss ich jetzt machen? Hab ich jetzt was überlesen? Moment, lass mich. Du kannst bitte zwei von deiner Hand oder den Friedhof. Oh nein, scheiße, jetzt muss ich die Karten da weglegen. Yeah. Spiel, ich will nochmal zurück. Ey, das ist echt so behindert, dass du die Züge zwingend machen musst, wenn du dich einmal verklickt hast. Mm. Das ist so dumm. Das ist wirklich saudämlich. Scheiße. Warte, ich finde Mittel und Wege, um meine Patzer nochmal zu verbessern. Hier, so, zack, dann machen wir noch den hier. Hol nochmal meinen schwarzen Magier zurück. So. Der wievielte Zug ist das eigentlich? Sind wir noch im ersten? Der erste. Alter. Der erste. Ich hoffe allerdings für dich, dass sich hier genau diese Aktion nicht rächt. Die muss jetzt einfach nur mal ein schwarzes Loch oder Raigeki spielen, dann war's das. Dann sind all die Viecher weg. Ja, aber trotzdem. Scheiße. Verlockung der Finsternis, was ist das? Ziehe zwei Karten von deiner ein finsternes Monster von deiner Hand oder als du kannst deine Hand hast, lege deine gesamte Hand auf den Friedhof, okay? Das ist ein ziemlich riskantes Spiel eigentlich. Nur um zwei Karten zu ziehen. Oh, Keanu. Oh, Keanu. Wenn ich diese Karte sehe, hasse ich dich immer noch. So. Ach shit, das kannst du gar nicht mehr machen. Das Null-Angriffsmonster hätte ich in die Verteidigung noch geschoben in Main-Phase 1, aber das geht ja. Ach jo. Oder? Oder geht das in Main-Phase 2? Main-Phase 2 müsste das, denke ich, noch gehen, wenn ich mit dem Monster keine Aktion mache. Ja, genau. Einmal. Zweimal. Weil es so schön war. Noch ein drittes Mal. Das ist so scheiße OP, ey. Also dieses Deck, was ich habe, gegen so ein Deck von damals mit den Anfangs-Move-Karten, das ist total overpowered. Hm. Ich meine, ich habe im ersten Zug, fünf Monster gerufen. Das hätten halt die Decks von damals nur sehr, sehr schwer hingekriegt. Zombie-Meister, okay. Was machst du jetzt damit? Einmal pro Spiel und du kannst dein Monster von deiner Hand auf den Friedhof legen und dann Zombie-Meister. Das war so abzusehen. Ja, hopp. Tschüss. Buch des Lebens. Echt jetzt? Kannst du mal bitte damit aufhören und bitte einfach sterben? Was macht jetzt... Oh, sehr schön. Was macht jetzt die Monster vom Typ Zombie erhalten nur während der Schadensberechnung 500 ATK einmal pro Spielzug in eine Karte von Deck deines Gegners auf den Friedhof gelegt werden, wenn eine Karte auf der ja, okay. Komm, ich fetz dich einfach weg. So, wir sind jetzt auch gerade bei 56 Minuten durch. Boom. Einfach weil es Spaß macht. Finish it.
Oh, da ist eben von der Amazonen, also. Da haben wir sie. Wie lange willst du denn noch machen? Ja, sollen wir vielleicht noch zwei Duelle machen? Das musst du entscheiden. Ja, machen wir noch zwei Duelle.